haben auf Burg Rabenstein lebt vor längerem ein Ritterpaar. Mit ihren schönen Töchterlein Rosmarie ihr Name war. Sie war kein Kind von Traurigkeit, wollte leben, lachen und singen. Einst sah sie vom Turme zur Johannizeit das Dorf beim Tanzen und Springen. Schlicht sich leicht in einfach gewandt ins Dorf dort zum fröhlichen Treiben. Die Zeit dabei gar schnell verschwand, sie würde so gerne noch bleiben. Doch von dem Turm erklang Hörnerschall, geschlossen die Tore zur Nacht. Rosmarie stand vor dem Ball, erst durch Klopfen ward aufgemacht. Erzählt die Rosmarinsage von einer Maid, die jung und schön auf der Burg lebt für alle Tage, aber keiner kann sie je sehen. Es erzählt die Rosmarinsage von dem Fluch, der ihre Strafe war. Sollte nehmen zwei Fremden aus seinem Tuch ein Nadelstich nur alle 50 Jahre. Ahnensaal die Elternschaft, wie konntest du es wagen? Für diese Tat nun turmeshaft bis zu allendlichen Tagen. Nur wenn ein Bursch die Mauer erklimmt und dich vom Bande befreit, zum Weibe er dich dann noch nimmt, man dir dein Tun verzeiht. Mancher hat es schon versucht, gelungen ist es noch keinen. Sie sitzt noch heute im Turme verflucht und näht an den Händen aus Leinen. Und auch am Mitternacht am Turm, man kann sie zwar nicht sehen, schaut sie nach Raben in das Dorf und wird zum Tanze sich drehen. Erzählt die Rosmarinsage von einer Maid, die jung und schön auf der Burg lebt für alle Tage, aber keiner kann sie je sehen. Es erzählt die Rosmarinsage von dem Fluch, der ihre Strafe war. Sollte den zwölf Hemden aus Leinentuch ein Nadelstich nur alle 50 Jahre.